الأصل من كلماتي لأدب عن عرض الرسول بذاتي أحمي الرسول بما ملكت منافحا بالشعر أكتبه على الورقات البدر يسمو في السماء بعزة والشمس سابعة بلا طاقات والكلب ينبح لا يضر سماء. Liebe Geschwister im Islam, wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala dankbar sein, dass er uns in dieser Religion recht geleitet hat. Denn das ist der einzige wahre Weg zu Gott. Allah sagt im Koran, in Surah 3, Vers 19, Inna dina inda Allah al-Islam. Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Und Allah sagt in Surah 3, Vers 85, ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Wer schon eine andere Religion als den Islam wünscht, sie wird von ihm niemals angenommen werden. Und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Es gibt nur Gewinner oder Verlierer. Die Gewinner sind im Paradies, die Verlierer sind in der Hölle. Und Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns, dass jeder, der auch nur einen einzigen Propheten des Allmächtigen Gottes verleugnet, zu den wahren Ungläubigen gehören wird. Allah sagt in Surah 4, Vers 150 bis 151, Inna ladina yakfuruna billahi wa rusuli, wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusuli, wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd, wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila, ulaika humul kafirun haqqan. Wahrlich, diejenigen, die nicht an Allah und die Gesandten glauben und versuchen, einen Unterschied zu machen zwischen Allah und den Gesandten. Das heißt, was? Yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Die sagen, wir glauben an die einen, wir glauben aber nicht an die anderen. Wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila. Und die wollen einen Zwischenweg einschlagen. Was ist mit dem? Ulaika humul kafirun haqqan. Das sind die wahren Ungläubigen. Das heißt, jeder, der den Glauben an den Propheten Muhammad verleugnet, wer an einen einzigen Propheten nicht glaubt, gehört zu den wahren Ungläubigen. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet in diesem Surat al-Taghabun, dass diejenigen, die den Koran verleugnen, zu den Verlierern gehören werden. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها. Wahrlich, die den Glauben verleugnen, unsere Zeichen für Lüge erklären, sie werden die Gefährten des Feuers sein und ewig darin bleiben. Der Prophet a.s. sagt in einem Hadith in Sahih Muslim, لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Jeder, der von mir hört, von dieser Umma, egal ob Jude oder Christ, und dann sein Glaube nicht in dem bestätigt, womit ich gekommen bin, vor seinem Tod, wird zu den Gefährten des Feuers gehören. Das heißt, subhanallah, wenn wir den Adhan hören, wir hören, Ashhadu an la ilaha illallah, wir hören, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, dann müssen wir dankbar sein, dass wir zu den wenigen gehören, die zu denjenigen gehören, die Allah recht geleitet hat, die dem Islam angehören. Und dann müssen wir Allah danken, dass er uns den Erfolg gegeben hat, heute hier in der Moschee zu sein, die Religion zu praktizieren, die Religion richtig zu praktizieren. Denn es werden so viele Verlierer kommen am jüngsten Tag. Die Hölle wird voll werden. Allah sagt in Surah Al-Kahf, يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فتقول هل من مزيد. Am Tag, wo wir zu dem Jahannam sagen, bist du voll, es wird sagen, gibt es noch mehr? Das heißt, die Hölle wird voll werden. Und die meisten Menschen werden keine Gläubigen sein. Allah sagt zum Propheten, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرِسْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Und die meisten Menschen werden selbst, wenn du willst, wenn du dich bemühst, harista, ja, selbst wenn du dich anstrengst, werden sie keine Gläubigen sein. Das heißt, das ist eine Sache, die wir immer wieder verinnerlichen müssen, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala dankbar sind, dass er uns zu diesem Weg recht geleitet hat. Aber es geht weiter.
Wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben, dass wir einfach nur Hamdallah zum Jumu'ah-Gebet gehen und beten. Das ist schon eine große Sache. Aber das Herz, das für Allah schlägt, das will mehr. Das Herz, das für Allah schlägt, das will, dass diese Religion Fortschritte erzielt. Das Herz, das für Allah schlägt, das will, dass diese Religion die Religion Nummer 1 auf der Welt wird. Und hier musst du dir die Frage stellen, welche Gedanken hast du dir gemacht, was du machen kannst? Weil das ist das Problem, meine lieben Geschwister, dass viele Muslime auf irgendjemanden warten, der ihre Probleme löst. Wir können nicht darauf warten, dass jemand kommt und unsere Probleme löst. Wir müssen die Lösung sein, die wir uns für die Welt wünschen. Und das fängt bei uns an. Allah sagt im Koran, إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيْرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيْرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ. Allah wird die Lage eines Volkes nicht verändern, bis sie sich selber ändern. Ich frage euch, liebe Geschwister, ist die Lage der Umma, ist die Lage der Umma gut? Ich sage, Alhamdulillah, wir sind am Fortschreiten, es wird immer besser. Wir sollten nicht so negativ denken. Alhamdulillah, wenn ich 10 Jahre zurückdenke, oder wenn ich 15 Jahre zurückdenke, wo ich den Islam angenommen habe, hier in Deutschland, da habe ich überall gesucht, dass ich irgendwo deutsche Unterrichte finde. Da habe ich selten mal jemanden gesehen, der den Islam angenommen hat. Das war eine Ausnahmesituation. Heute, egal wo ich hingehe, ja, sehe ich Dutzende, die den Islam angenommen haben. Und Alhamdulillah, es geht weiter. Zur damaligen Zeit, vor 15 Jahren, als ich noch kein Muslim gewesen bin, ich hatte in meinem ganzen Handy Telefonnummern gehabt. Mit Namen wie Ahmed, Fuad und so weiter und so fort. Ja, muslimische Namen. Arabische Namen, muslimische Namen, türkische Namen. Wisst ihr was? Ich kannte zur damaligen Zeit keinen einzigen, der 5-mal am Tag gebetet hat. Aber Alhamdulillah, schau dir an, wie die Zeit sich heutzutage geändert hat. Schau dich an, wie viele muslimische Mädchen es auf einmal gibt, die Alhamdulillah Hijab tragen. Deswegen, es gibt positive und negative Seiten. Aber was bringt dieser Fortschritt mit sich? Was bringt dieser Fortschritt mit sich? Dieser Fortschritt bringt mit sich, dass es auch Leute gibt, die sich dagegen auflehnen. Das ist der normale Weg. Die Dawah Sahiha, die wahre Dawah, die erfolgreiche Dawah, die wird immer bekämpft. Das ist die Realität. Schau dir die Geschichten der Propheten im Koran an. Schau es dir an. Schau dir Musa alayhi salatu wassalam an. Ich habe es gestern erwähnt, Sura 40, Vers 25. فَلَمَّا جَاءُوا بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ. Und als er mit der Wahrheit von uns zu ihnen kam, was haben sie gesagt? Tötet die Kinder, von die männlichen Kinder von denen, die mit ihm glauben. Was wurde zu Ibrahim alayhi salatu wassalam gesagt? Sura 29, Vers 24. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا قَالُوا اقْتُلُوهُ وَحَرِّقُوهُ. Und die Antwort seines Volkes war nur, tötet ihn oder verbrennt ihn. Was war die Antwort von Abu Lahab gewesen, als der Prophet a.s. aufgestanden ist? Kann man lesen, Sahih al-Bukhari, تَبَّنْ لَكْ سَعِرَ الْيَوْمِ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا. Ja, er verflucht ihn praktisch. Hast du uns hierfür versammelt? Für diese Botschaft. Der Prophet a.s. hat viel ertragen. Aber die Frage ist, wo müssen wir anfangen, liebe Geschwister, wo müssen wir anfangen? Und da gestern und auch heute, Alhamdulillah, so viele Jugendliche hier sind, habe ich mir Gedanken gemacht, was ich mit auf den Weg geben könnte, von Erfahrungen, die ich selber gemacht habe in der Dauer und selber gemacht habe auch auf dem Weg, um etwas von der Religion zu lernen. Denn das ist der Schlüssel, dass man anfängt, etwas von der Religion zu lernen. Imam al-Bukhari sagt, al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Bezieht sich darauf, auf einen Vers aus Sura 47 aus der Sura Muhammad, wo Allah sagt, und wisse, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und bitte um Vergebung deiner Sünden. Das heißt, zuerst nennt er das Wissen, und dann nennt er das Vergebung der Sünden. Und ich möchte einiges von der Erfahrung wiedergeben, weil die Erfahrung spielt eine große Rolle in der Dauer. Das hat
uns einmal dieses Beispiel hat uns Sheikh Abu Sa'd al-Hawaini gegeben, als wir mit ihm zusammensaßen, Hafidhahullah. Er wollte von uns, obwohl er so viel Erfahrung da war, wollte einige Sachen hören, was wir hier in Deutschland gemacht haben und so weiter. Und dann hat er gesagt, ja, ich möchte gerne etwas davon lernen, weil die Erfahrung in der Dawa, die hat einen großen Wert. Und dann hat er einen Beweis gebracht, der hat mir so gut gefallen, hat er gesagt, der Prophet Muhammad a.s. bei Isra und Miraj im siebten Himmel war und hat erstmal 50 Gebete aufgetragen bekommen. Da kam er im sechsten Himmel an Musa vorbei und hat ihm das erzählt. Und dann, was hat Musa zu ihm gesagt? Dein Volk kann das nicht. Kehre zurück zu deinem Herrn, ich habe schon Erfahrung mit den Menschen gesammelt. Die schaffen keine 50 Gebete. Und dann wurde es auf 40 reduziert, auf 30 und so weiter. Dieses Beispiel. Ja. Deswegen wollte ich einige Sachen mitgeben, die mir auch vielleicht sehr geholfen haben, gerade weil noch sehr viele Jugendliche hier sind. Damals im Jahre 2002, da habe ich einen Sheikh kennengelernt hier in Deutschland, mit dem ich 2 Jahre unterwegs gewesen bin. Praktisch jeden Tag habe ich mit ihm telefoniert und gesessen. Und wir haben damals angefangen mit dem Buch, und das kann ich jedem empfehlen, mit dem Buch Usul Thalath von Muhammad Duhab. Ja? Und da wird ganz am Anfang wird etwas erwähnt vom Sheikh, فَعَلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلُّمُ أَرْبَى الْمَسَلِ. Wisse, dass es Pflicht für uns ist, für uns alle, für uns Muslime, 4 Dinge zu lernen. Arba al-Masal. Al-Awwal, Marifatullah, Marifatuddin, Marifatuddin, Islam bil-Adilla. Das Wissen von Allah, das Wissen von seinen Propheten, das Wissen von der Religion Allahs mit seinen Beweisen. Al-Thani, Al-Amalubi. Al-Thalith, Al-Da'watu ilayhi. Al-Rabi, Al-Sabr al-Adafi. Das Zweite, das Handeln danach. Das Dritte, der Ruf dazu, also der Ruf zu was? Zu dem Iman, zu dem Wissen und zu den Taten. Und das Vierte, die Standhaftigkeit auf dem Schaden, der einem auf diesem Weg trifft. Subhanallah, guck mal, der Sheikh, Rahimullah, erwähnt sofort, dass einen Schaden treffen wird auf diesem Weg der Dawa. Aber heutzutage einige Leute, die sich dieser Dawa zuschreiben, die tun so, als wenn, ja, wenn der Schaden gekommen ist, da war man nicht weise gewesen, hat man irgendeinen Fehler gemacht. Das ist das Erste, das ist praktisch das Einmaleins der Dawa Salafiyya. Ja? As-Sabr al-Adafi. Der Ruf dazu, also nochmal, 4 Sachen. Erstens das Wissen von was? Von Allah, von seinem Gesandten, von der Religion Allahs. Zweite, das Handeln danach. Warum? Weil Wissen alleine nützt auch nichts. Man muss danach handeln. Das ist kein einfaches, leeres Wissen. Sonst können wir auch ein Buch in den Schrank stellen, da ist viel Wissen drin. Sondern man muss danach handeln. Der Prophet a.s. hat seine schöne Dua beigebracht. Wie heißt die Dua? Allahumma arini al-haqqa haqqa. O Allah, zeig mir die Wahrheit als wahr. Was ist das? Das ist das Wissen. Warzuqni tiba'a. Warzuqni tiba'a. Und gib mir den Rüst sozusagen. Oder gib mir den Erfolg. Hier ist eigentlich das Wort Rüst. Warzuqni tiba'a. Ja? Dass ich dieser Wahrheit folge. Das ist das Handeln danach. Das heißt, erst muss ich wissen. Aber nicht jeder, der es weiß, handelt danach. Also handeln. Und dann kommt er mit der Dawa dazu. Das ist reichlich. Er sagt, jeder muss das Wissen, das Handeln dazu. Und das Vierte, der Ruf dazu, die Dawa dazu. Das Vierte ist die Geduld auf dem Weg dorthin. Die Geduld auf diesem Weg. Das heißt auf dem Weg, wenn man zu Allah ruft, wenn man zu dem Wissen ruft, von Allah, von seinen Engeln, von seinen Büchern und so weiter. Und wenn man zu den Taten ruft, wird es Schaden geben. Als ich mit dem Buch fertig gewesen bin, haben wir angefangen, Kishf Shubuhat zu lesen. Kishf Shubuhat, auch von Sheikh Muhammad Duhab. Und dann sagt er in dem Buch, und das ist eine Sache, die meine Dawa bis heute, dieser Satz von dem Sheikh, Rahimullah, die mich bis heute beeinflusst hat. Er sagte, فَإِذَا أَرَفْتَ أَنَّ تَرِيكَ إِلَى اللَّهِ لَا بُدْ لَهُ مِنْ عَدَاءٍ خَائِدٍ عَلَيْكَ فَالْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَتَعَلَّمَ مِنْ دِينِ اللَّهِ مَا يَسِيرُ لَكَ سِلَاحًا تُقَاتِلُ بِهَا أُولَئِ الشَّيَاطِينَ. Wenn du weißt, dass der Weg Allahs mit Satanen besetzt ist, die auf ihm lauern, so wisse, dass es deine Pflicht ist, von der Religion Allahs das zu lernen, was für dich zu einer Waffe wird,
womit du diese Satane bekämpfen kannst. Deren Führer, الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل, deren Imam und Führer zu Allah gesagt, zu deinem Herrn Azza wa Jal gesagt hat, لَعْقُدَنَّ لَهُ سِرَاطَكَ مُسْتَقِيمٌ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُمْ شَكِرِينَ. Ja, das heißt, Iblis sagt zu Allah, ich werde ihn wahrlich auf deinen geraden Weg auflauern. Und dann werde ich von vorne zu ihm kommen und von hinten und von rechts und von links. Und wahrlich, du wirst die meisten von ihnen nicht dankbar finden. Jetzt hörst du das und jetzt guck mal. Jetzt hört man, man hat seinen Feind, das ist der Satan, Iblis. Der hat viel Erfahrung. Das ist einer von den Djinn. Keiner mit den Djinn, die verfasst kann an den Rabbi. Das ist gefährlich, oder? Jetzt könnte man Angst haben. Aber was sagt jetzt der Sheikh? Weil das ist ein Alim Rabbani. Der bringt ja nicht, weil du musst jetzt Angst haben. Was sagt er zu dir? وَلَكِنْ إِذَا أَقْبَلْتَ عَلَى اللَّهِ وَأَصْغَيْتِ لَحُجَّتِهِ وَبَيِّنَاتِ فَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ. Aber wenn du dich Allah zuwendest und auf seine Argumente hörst und seine Erklärungen, das ist der Koran, so sei nicht traurig, sei nicht traurig, sei nicht, und sei, habe keine Angst. Warum? إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ دَعِيفًا. Wahrlich, die List des Satans ist schwach. Wahrlich, die List des Satans ist schwach. Guck mal, was der Sheikh rahimahullah danach sagt. وَالْعَمِيُّ مِنْ الْوَحِدِينَ يَغْرِبُ أَلْفَ مِنْ عُلَمَاءِ هَؤُلَاءِ الشَّيَاطِينَ. Und ein einziger von den normalen Muslimen besiegt tausende von den Ulama der Shayatin, von den Gelehrten der Shayatin. Ein normaler Muslim. Und dann bringt er Beweis dafür. Beweis aus Surah As-Saffat, وَإِنَّ جُنَّنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. Und wahrlich, unsere Soldaten werden siegreich über sie sein. Soldat ist nicht unbedingt jemand gemeint mit der Waffe hier. Dann sagt er, فَجُنْدُ اللَّهِ غَالِبُونَ بِالسَّيْفِ وَالسِّنَانِ. Ja, die sind siegreich mit der Waffe. كَمَا أَنَّهُمُ الْغَالِبُونَ بِالْحُجَّةِ وَالْلِسَانِ. Genauso wie sie die Siegreichen sind mit dem Beweis und mit der Zunge. Und dann sagt er, وَلَا يَعْتِ صَاحِبُ بَاطِلٍ بِحُجَّةٍ إِلَّا فِي الْقُرْآنِ مَا يَنْقُدُهَا وَيُبَيِّنُ بُطْلَانَهَا. Und es kommt niemals jemand von den Leuten des Falschen, ja, von einer falschen Gruppe, von einer falschen Sekte, von einer falschen Religion, mit einem Argument, إِلَّا وَفِي الْقُرْآنِ مَا يَنْقُدُهَا وَيُبَيِّنُ بُطْلَانَهَا. Außer dass im Koran etwas steht, was dieses Argument zerstört und die Falschheit illustriert. Und dann bringt er Beweis dafür. Dann müssen wir Beweis nennen. Dann sagt er, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Und sie kommen zu dir mit keinem Beispiel, außer dass wir schon mit der Wahrheit in der besten Erklärung gekommen sind. Ja? Was hat das jetzt mit dem anderen zu tun? Mit dem Wissen und mit dem Sabr auf dem Schaden, das hat etwas mit der Dauer gerade zu tun. Ich will euch damit sagen, ihr sollt keine Angst davor haben. Wenn ihr mit Allah subhanahu wa ta'ala seid, Allah wird euch helfen. In tansurullah yansurkum. Wenn ihr Allah helft, Allah wird euch helfen. In yansurkum Allah fala ghaliba lakum. Wenn ihr Allah helft, das heißt der Religion Allah selbst, kann euch niemand überwältigen. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Es ist unsere Pflicht, den Gläubigen zum Sieg zu verhelfen. Das sind Worte aus dem Koran. وَكَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. Und wie oft hat eine kleine Schar, eine große Schar schon mit der Erlaubnis Allahs besiegt. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. Und Allah ist mit dem standhaft. Was haben wir gerade gesagt? Was muss man haben? Die Standhaftigkeit, den Sabr, die Geduld. الشعر أكتبه على الورقات. البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساطعة بلا طاقات والكلب ينبح لا يقر سماء.